Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd Together mit Ezio und mir. Und ich sehe, Ezio hat schon eine Höhle der Regis gefunden, oder Regis. Und zwar, hier ist eine Höhle, ich weiß, das ist aber spontan nicht, ist hier Registeel? Ich meine, hier ist Registeel eigentlich drin. Aber das bringt uns noch nichts, wir müssen erst die Regis freilassen. Ja, den Ordner natürlich geholt, wäre auch lustig, wenn nicht. Obwohl, hätte sein können, ne? Gucken wir uns mal die Pokémon an. Kanivana hat Level 25 geschafft. Hier ist Wasser. Das heißt, Gardevoir wäre ganz gut. Zusammen mit Stolrak. Ja. Wobei Schwalbe. Komm, wir müssen Schwalbe auch mal trainieren. Beutel. Mal gucken, was Ezio alles gefunden hat. Mal gucken. Da ist nix. Okay, Aeroas hat er nicht mehr. Hat er es irgendjemandem beigebracht? Wundere ich mich gerade warum, weil einer... Oh, Superschutz hat er gekauft, das ist gut. Hypertrink hat er geholt, ist auch gut. Ja, ist gut. Hat er nicht gekämpft? Ja, hat er. So, hier sind die Regis, also für uns total interessant. Ah, Bären überlässt er mir. Und zwar ist es dumm, oder was ist dumm? Ich nehme an, er hat Altaria Aeroas beigebracht. Es macht insofern keinen Sinn, weil Altaria als auch Schwalboss beide selbstständig Aeroas lernen. Insofern macht es wenig Sinn, es ihm beizubringen. Aber okay, ist ja nicht schlimm. Ansonsten brauchen wir die TM eh nicht mehr. Gut. Ja. Schutz wirkt nicht mehr. Ah, sieh einmal einer an. Das hole ich mir doch. Los, Kanivana. Du kommst ein wenig auf Teamniveau. Das ist gut so. Ein Hyperheiler. Der ist gut. Boah, da unten sind auch noch ein paar Bären. Das macht extra alles extra. Oh. Einfach nur, weil er keinen Bock darauf hat. Aber gegen dich hat er gekämpft, oder bist du... Oder bist du kein Trainer? Na, weiß man nicht, genau. Bären alle mitnehmen! Ich weiß, normalerweise braucht man zu diesem Zeitpunkt vielleicht nur noch Citro-Bären. Oder vielleicht mal zum Gegengift oder sowas in der Art, aber... Ich will sie trotzdem mal mitnehmen. Wir hätten eine Challenge machen sollen, wenn die meisten Bären einsammelt. Vielleicht beim nächsten Mal. So, wo sind wir hier? 121, hier ist richtig. Ah, ein Doppelkampf. Will mitmachen! Auf der Welt gibt es Dinge, die jenseits seines Verstandes liegen. Huss! Siehst du nicht, dass ich schwer bepackt bin? Und trotzdem willst du gegen mich kämpfen? Alter, du hast eine sehr interessante Stimme. Ich bin begeistert von dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein Zwirrlicht. Okay. Ein Geister-Pokémon. Und ein Pudox. Gut. Ja, hat er sein Pokémon gebracht? Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Mein Schwalbus lernt Aeroas selbstständig. War nett sein, nämlich 38, meine ich? Oder an die 40, 42? Irgendwas um den Dreh. Dann lernt Schwalbe selbstständig Aeroas. Und das werde ich dann statt Flügelschlag beibringen. Ein Papinella, oh. Ist das nicht süß? Das Einzige, was ein Papinella nicht so gefällt, ist diese komische lange Nase. Um es krass anzudeuten. Na, Kanivana staubt immer gut ab. Das soll es aber auch sein. Ein Chappet. Ist auch ein Geister-Pokémon, soweit ich weiß. Lügst du mich jetzt an oder bist du immer noch ein Geister-Pokémon? Verpiss dich! Ah ne, ist ja Papinella. Papinella, die sich jetzt verpisst. Und tschüss! So, ich denke mal, je nachdem, was gleich noch auf meinem Weg liegt, werde ich so in Richtung, Sturberg? Ne, Pyroberg. Richtung Pyroberg gehen und da ein bisschen Team Magma töten. Denke ich mir jetzt mal. Ich habe verloren! Natürlich habe ich verloren. Ich habe beide Hände voll. Was hast du denn erwartet? Ich habe vergessen, wie ich hier gesprochen habe. Es tut mir leid. Oh, was ist das denn? Fragia-Bären? Oh. Müssen wir nachgucken. Fragia-Bären waren auch interessante Bären. Wir haben so viele Bären. Da müssen wir mal nachgucken, was die alles bringen. Ich glaube, wir haben ein paar sehr interessante sogar teilweise. Persimbeeren, okay.
Die Bären wurden hier ab goldene bzw. die silberne eingeführt. Aber erst in dieser Edition kamen die richtig krass zum Einsatz. So, Frage wäre bei Verbrennung. Okay, was haben wir gerade? Silber Citro, 30 KP. Ja, ist in Ordnung. Hier sind wir alles mit Pokoriegeln. Okay. Naja. Ein bisschen was bringen sie ja. Moment mal. Da ist doch bestimmt kein Item versteckt. Oh, ein Schuppet. Wären sich auch ein cooles Pokémon gewesen, so als Geister, aber nö. Ich bin mit meinen dreien ganz zufrieden. Nehehehe, KP Plus. Kann man sich überlegen, jemand anderes zu holen. Naja, was soll's. Was hast du denn für Pokémon? Stopp! Halt, stopp! Schau dir meine wunderbaren Pokémon gut an. Du hast eine ziemlich männliche Stimme für ein Mädchen. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Nein, der Kecleon tötet es! Es schreckt mir die Zunge raus! Geheimpower. Ach, ich mag die Attacke. Was? Ach so, ja. Hallöchen. Gift-Pokémon auf jeden Fall. Immer einfach Geheimpower. Trifft dich auf jeden Fall neutral. Wow, das war unerwartet. Flügelschlag. Und tschüss. Ich meine, wir müssen Gift-Pokémon, aber ich war mir nicht sicher. Yay! Ja, die Verteidigungswerte sind extrem gering bei Kainiwana, man sieht es. Oh, ich konntest du nur... Nimm die Sache doch nicht gleich so ernst. Ich verpiss mich lieber bevor... Nein! Germanine. What the fuck? Okay, wir sind auf dem Weg zum Pyroberg. Sollte ich mir jetzt einen Hinweis geben, dass ich zum Pyroberg soll? Wo ist das? Safari-Zone. Ah! Leute, die Trainer kann ich eiskalt umgehen. Stimmt, der Pyroberg ist nämlich da unten. Da werden wir oder werde ich eventuell Ezio auch hinstellen, sollte ich hier nicht fertig werden. Ist ja nix. Ist nur eine Geheimbasis? Okay. Aber hier war ein Item: Zink. Ja, Drogen. Da oben ist ein Doppelkampf. Ich weiß nicht, ob ich den... Oh, McNyan. Eventuell mache ich mir den Doppelkampf, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Denn ich will zum Attackenverlerner gehen und da ein paar Pokémon ein paar Attacken verlernen lassen. Ah, dazu muss ich hier durch. Ich glaube, ich setze einmal einen Superschutz ein. Haben wir eigentlich eine VM bekommen? Nein. Wir bekommen noch eine. Ich meine sogar zwei. Stimmt, wir bekommen noch zwei VMs, aber wo ist die andere gewesen? Ich weiß es spontan. Ah. Ich liebe nichts mehr, als die Pokémon anderer Leute zu begutachten. Oh. Ich will mir meine Pokémon zeigen. Taucher bekommen wir ja auf der komischen Insel da, das weiß ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo war ich gerade? Ach ja, Taucher bekommen wir ja hinten von der Insel, aber wo bekommen wir nochmal Kaskade her? Das habe ich spontan nicht in meinem Kopf. Komm, wir machen mal, weil wir ganz cool sind. Geheimpower und Donnerblitz. Wow, gib mir mehr XP. Oh mein Gott. Was habt ihr für komische Pokémon? Warum sind sie so schwach? Wow. Viel XP. Knilz. Oh. Ich mag kein Knilz. Ja, warum nicht? Overpowered.
hat das noch? Ein Frisselblitz, auch wie niedlich. Tschüss, Wingull. Was kommt jetzt? Lass mich raten. Nee, Roselia kann es nicht sein. Ein Tropius. Damit habe ich nicht gerechnet. Ganz ehrlich, Tropius war mir jetzt total, ne? Was ist ein Teufel? Psychokinese. Ich will ihn doch umbringen. Puff. LOL? Geheimpower kann jemanden vergiften? Okay, es nimmt ja den Wert, es nimmt ja einen anderen Wert an, Geheimpower. Hat also ein Giftwert angenommen. Okay. Ja, das. Du hast eine Runde von mir bekommen. Eine ganze Runde. Und du verschwendest es, indem du Wachstum einsetzt. Ich hätte einfach aus Witz nicht angreifen können, um das mit durch Gift töten zu lassen, aber naja. Also mit Tropius habe ich überhaupt nicht gerechnet. Naja, die beiden Züchter sind tot. Wahnsinn, unglaublich. Wow, spektakulär. Ich kann mir einfach die Stimmen nicht merken, die ich ihnen davor gegeben habe. Es ist zum Heulen. Da unten sind Bären. So? Hallo du. Ah, verarsch mich. Meine Pokémon gehen das Gefühl der Niederlage noch nicht. Erkenne das Gefühl noch nicht. Bald lasse ich dich in meinem Wettbewerb teilnehmen. Hä? Was willst du von mir? Hab bitte nur ein Pokémon. Okay, zwei lasse ich auch mitreden. Ein Voltenso. Fassade. Ich vergaß. Aber dadurch ist es jetzt ganz übel. Es sei denn, du machst mir so viel Schaden. Denn jetzt wird Fassade stärker sein, da ich paralysiert bin. Und da ich Adrenalin habe, wird es noch stärker sein. One-Hit-Kill! Und drei auf Angriff. Wunderbar. Ein Tengulist. Ja. Da Fassade jetzt unglaublich viel Schaden machen wird, Flügelschlag. Genau deswegen. Ja, ich habe Adrenalin drauf. Insofern, es ist Wurst. Tschüssi. Oh, stirbt doch endlich. Yay. Ja, der Angriff ist ganz nett. Was war das denn? Was war das denn? Wie die mir einfach hinterher guckt. Ich habe jetzt Prinzip jeden Tag besiege ich 5 Trainer. Und jetzt rate mal, du bist ja heute der 5. Trainer. Den du ansprichst oder den du besiegen willst. Ja, ist auch ein Unterschied. Oh mein Gott. Wenn ich treffe, bist du tot. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Weil du irgendwie schneller bist wie ich. Es klingt an der Paralyse, Leo. Deswegen bist du langsamer. Ah. Was war mit dem Volltreffer? Naja, das ist dieser lustige Zufallswert. Ah. Zufallswert, sieh an. Warum schicke ich Steuerung in den Kampf? Ich muss ja wohl dumm sein. Bodycheck. Pam. Oh, hat nicht gereicht. Stärke! Ah, ich vergaß. Boah, nimmt sich aber nicht sehr viel. Insofern tue ich wegstärken. Stärken. So wie es aber aussieht, werde ich nicht mehr bis zum Pyroberg kommen. Das heißt, ups, was kam jetzt, habe ich drauf geachtet. Ich setze einfach mal das Prinzip Gardevoir ein. Am Mund hier, okay. Und zwar werde ich Edson wohl sagen müssen, wohin er gehen soll. Oder ich stelle ihn dahin, wenn ich das noch schaffe. Dann wird er ein bisschen gegen Team Magma und Team Aqua kämpfen. Wird ein bisschen Story mit weitermachen.
Während ich jetzt hier in der Stadt rumgurke, mir zum Attackenverlerner gehe und ein paar Pokémon ein paar Attacken verlernen lasse, nehme ich dann Altaria Feuer-Odem. Nein, das mache ich nicht. Nee, ich werde ihnen was anderes verlernen lassen. Also nicht Altaria, sondern einen anderen seiner Pokémon. Hat seinen Sinn natürlich, was? Ich werde ihnen vielleicht auch noch sagen, wo der Attackenverlerner ist. Einfach nur, weil, ja. Ich es ihm noch schulde. Sega Sub City, gut, dass wir das geschafft haben. Obwohl, warte mal, hier kommt noch ein Rivalenkampf. Stimmt ja, hier kommt noch ein Rivalenkampf. Schaffe ich den noch? Boah, 4 Minuten sollte machbar sein. Ich meine, der letzte Rivalenkampf ist jetzt hier. Na, dann machen wir den noch schnell. Da ist er nämlich. Oh, hey, Liffert, du bist ja noch mich. Was? Bist du auch um einkaufen? Ich habe eine Menge Puppen und Posa gekauft. Natürlich habe ich auch Pokémon gefangen und ich ziehe sie geradezu vorbildlich auf. Ich habe eher Bedenken, dass du dich um deine Pokémon nicht richtig kümmerst. Ich werde gegen dich kämpfen und dann werde ich sehen, ob du sie gut behandelst. Na gut. Deine Pokémon, die ich aufgezogen habe, sind mit Sicherheit unbesiegbar. Ja, klar. Deswegen habe ich dich auch schon so oft geschlagen. Soweit ich weiß, ein letztes Mal gegen Maike. Es sei denn, in Smart kämpfen wir nochmal irgendwann später gegen sie, aber mir wäre es persönlich neu. Oh! Fliegen! Mit Glück bist du tot. Ja, wunderbar. Höh, sogar. Ach ja, Pflanze. Ich vergaß. Pelipper. Er macht Schwalbe. Hallöchen. Geheimpower. Mistvieh. Einfach weil es, glaube ich, mehr Schaden macht. Oh, Weißnebel. Er tut sich Weißnebeln. Was bewirkt das nochmal? Keine Ahnung. Oh, er hält es sogar aus. Ganz böse. Schwalbe? Du sollst nur Pelipper töten, mehr nicht. Oh, aber Pelipper trollt mich. Wie er mich natzt einfach nur. Das geht nicht zweimal miteinander, mein Freund. Ah. Und tschüss. Tschüss, mein Freund. So, was kommt jetzt? Jungglut. Gardevoir. Töte ihn. Also ich meine, das war der letzte Rivalenkampf. Es soll mir ja neu, falls da noch einer kommt, aber ich hätte nichts dagegen, wenn noch einer kommt, ganz ehrlich. Also hätten wir einen Rivalenorden gehabt, hätte ich ihn geholt. Weil ich glaube, ich habe ihn 3 oder 4 Mal gemacht. Auch das erste Mal, da ist, glaube ich, Ezio den geholt. Aber danach habe ich es, glaube ich, alle ich gemacht. Na egal, wir haben ihn nicht gemacht, insofern ist auch egal. Was? Ich habe gerade nicht auf den Namen geachtet. Kapaloris. Ach so. Das fette Vieh. Wow. Kreidenschrei brauchst du nicht. Und tschüss. Arschloch, ich kann nicht so gut an unseren Kampf von 103 erinnern, Leffert. Der Kampf hat mir enorm geholfen. Stärker geworden bist du, oder? Machst du jetzt einen auf Yoda? Ich überlege, ob ich bald nach Wurzeln zurückgehe. Ich habe eine anständige Gruppe von Pokémon gefangen und mein Pokédex sieht besser aus denn je. Ich gehe nach Hause und ziehe es wie mein Papa. Leffert, was wirst du machen? Alle Arenen sammeln und die Pokémon-Liga herausfordern? Nun, während du deine Pokémon sammelst, werde ich an meinem Pokédex arbeiten. Ich werde ihn eher vollständig haben als du, wetten. Bis dann!
Ja, das war's dann wohl, der letzte Kampf gegen Maike. Und mein Timer spinnt wie verrückt herum. Ich werde noch zum Attackenverlerner gehen, Leute. Werde da noch ein bisschen Attackenverlernen machen und werde Ezio unten am Steg, wo wir da waren, wo Team Aqua gegangen ist, werde ich ihn da rauslassen und zu signalisieren, dass er da hin muss. Dann bis gleich, sag ich schon. Bis 2 Folgen, Leute. Tschüss.